Weiter geht's, nächster Part, Tomb Raider. Wir müssen jetzt diesen Notruf senden. Und haben jetzt einen Beil bekommen. So, jetzt diese Felswände hoch. Ich komm da rauf. Na? Spiel? Warte, ich glaube, ich gehe nochmal kurz zurück zum Lager. Weil da noch Upgrades etc. zur Verfügung. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht so notwendig jetzt, so ein System in diesem Spiel. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Hier haben wir mittlerweile auch ein oder zwei neue Sachen. Soweit aber so gut erstmal. Ausrüstung ein bisschen verbessern. Weil ich erstmal den Bogen so komplett, dachte ich mir. Ich mag den Bogen. Weiter geht's zum Beil. Mit dem Klettern da hoch. Okay, pretty easy. Oh Gott, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Eigentlich war da kurz Zeitlücke. Ganz gerade an mir, das sind so diese Reliquien. Ich lasse mich entlang gehen. Ist das unter dem Wasserfall vielleicht? Nein. Und hier. Ach, doch unter Wasserfall. Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? Oh Gott, haben die mich erschrocken.
Kleine FPS-Lags. Hier aus habe ich auch keine schnelle Reise zur Verfügung. Was ich gerade ein bisschen interessant finde. Feuerrätsel, so sieht das aus. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Das sieht schon wieder eher nach dem Tomb Raider Level aus, wie man es kennt. Allerdings eher aus den älteren Teilen wieder. Ah, die waren auch okay, die Level, muss ich sagen. Opfer, Mord. Einige Level. Es gibt keine Berichte Level über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Habe ich das selber? Ja. Ich glaube, ich verstehe. Ich muss diese Leichensäcke anzünden, damit ich dann hoch genug komme. Eventuell auch den Pfeil anzünden. Gut, das erklärt jetzt bestimmt nicht. Okay, pretty interesting. Das Level. Jetzt ist der Käfig auch wieder hier oben. Das habe ich bisher total übersehen. Aber das scheint nur der Rückweg zu sein. Hier ist Wasserfall. Ich kann das schieben. Also so wie ich das sehe, muss ich irgendwie darüber. Das geht auf keinen Fall schnell. Das ist immer so Timing-Push-mäßig. Und das klappt. Das finde ich gut so, oder? Jetzt muss ich das hier nochmal rauf. Dieses Zeug anzünden können. Na?
Okay, komme ich einfach ganz oben? Nein, der Käfig muss noch verändert werden. Habe ich das jetzt auch falsch gemacht? Die reichen erst danach. Nee, es sieht noch aus. Okay, gut. Design das Level soweit, I think. Nur von wo aus hier jetzt lang? Kann man da drauf springen? Versuch's. Nein, da konnte man sich mit dem Beil festhaken. Kleines Problem. Ah ne, man kommt ja auch so da hoch. Ich wollte gerade sagen, man muss jetzt den Käfig irgendwie ja wieder runterkriegen, aber das ist ja nicht notwendig. Stell sie die Fackel auch weg. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Eine Reliquienkarte. Reliquien jeweils? Ja. Das ist ein Dokument. Das gibt es wohl für jede Region in diesem, auf dieser Insel. Wenn man die findet, finde ich das ganz okay soweit. Könnte man auch denen ja nachjagen. Vielleicht meint es nach dem Let's Play, vielleicht nehme ich das auch auf. Aber... So, und das Randspringen halt. So, warte, hier das Lager. Nicht so viele coole Dings hier. Was haben wir hier Schönes? Panamada. Okay. Ja, diese komischen Kill-Experten. So, gut, das war das. Weiter geht's. Also zurück geht's, besser gesagt. Jetzt haben wir hier auch Licht, kurioserweise. Hat mit kleinen FPS-Lags zu tun hier. Oder soll ich dem jetzt nachgehen? Hm. Hier ist in der Nähe gleich so ein Zettel. Nee, doch nicht. Noch etwas weit entfernt.
Ist egal, kümmere ich mich jetzt nicht so drum. Ich will voran. Weil ich glaube, es war nett, dass man hier so EP und so sammeln kann, aber die Fähigkeiten an sich sind ja nicht so dolle. Die Ritze würden mich schon eher interessieren, in den jeweiligen Level. Ah ja, ich kann auch ein andermal machen, denke ich. Das war unnötig. Ich würde Leck da so leicht ranspringen. Kurz erholen kann. Finde ich eigentlich auch ganz gut gemacht für Tomb Raider Spiele sowas. Statt diese Lebensanzeigen, diese Oldschool. Oh Gott, da kommt einer. Sieht sich das mal die ganzen Upgrades hier für Bergungsspieler. Oh. So. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar. Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Okay, also Dokumente von sehr, sehr vielen Personen, zum Beispiel jetzt von den Botschafter, wir haben von Matthias welche gefunden, wir haben, oh Gott, da noch von wem noch alles gefunden. Also die Story ist ja grundsätzlich sehr interessant, wie ich finde. Feuer hätte noch.
Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Aha, okay. Das war das. Sollen wir den noch an, um die Erlaubnis zu bekommen? Einfach damit es ein bisschen heller ist, ja, und freundlicher. Warte mal, dass es später funktionieren wird, dieser Mechanismus. Gut, auch grundsolide. Glaube ich, bin noch. Ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Okay, gut, dass wir von denen auch mal wieder was hören. Bitte! Das muss alles nicht sein! Oh, Molle, das macht den. Alles fein. So. Ich finde, das Kampfsystem hält sich hier wesentlich realistischer als zum Beispiel in Tomb Raider Legend oder Underworld. Weil du einfach hier sehr schnell stirbst, wenn du nicht aufpasst. Ist bei diesem eben nicht der Fall. Immer sehr unrealistisch gefunden habe. Vielleicht ist es einfach daran, dass ich es mal auf schwer spiele. Finde ich das noch relativ einfach bisher alles. Und ich glaube nicht mehr, dass es irgendwie so ein Loop ist, weil ich ja doch jetzt schon ein bisschen was gespielt. Gott, diese Geräusche.
Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Gut, da haben wir wieder unser Lager. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia, meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtarmen. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay. Dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott. Cut. Cut. Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann auch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen das. Ja, nur ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf dich. Mir gefällt auf jeden Fall, dass es so realitätsnah ist. Das vor allem hier so kein Interface, kaum Dinge, die man mal so auswählen kann. Dazu immer noch diese Lagerplätze, wo man diese Videoaufnahmen sieht, wo auch halt einfach alles zu sehen ist von der Kamera etc. Es ist einfach